Schon doof, das mit der Maske, oder? Wollten wir nicht mal das machen mit diesem Postprivat? Dass zumindest diejenigen, die das machen wollen mit diesem Postprivat, es muss ja nicht jeder, dass zumindest die das machen können, ohne Angst davor zu haben, dass all ihr Datenkram abgeschnorchelt wird. Jetzt ist es soweit. Vielen Dank an alle, die geschlafen haben, alle, die sich lieber mit ÖPNV und BGE beschäftigt haben. Gut, das sind wertvolle Themen. Aber hey, was genau habt ihr an den letzten beiden Jahren Vorratsdatenspeicherungsdiskurs nicht verstanden, ne? Dass das Ganze weitergeht, auch wenn sich der Name ändert, habt ihr nicht verstanden? Dass die weitermachen werden, auch wenn eine Gesetzesinitiative scheitert, habt ihr nicht verstanden? Okay, ich will fair sein. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe auch lieber irgendwelchen Fluff gemacht mit Bildungspolitik und irgend so einen Scheiß. Ich will das nicht abwerten. Ich will nur, dass jetzt alle, die das irgendwie schaffen, bei den Demos unterstützen, bei den Online-Aktionen unterstützen und dafür sorgen, dass Schwarz-Gelb mit diesem Scheiß nicht durchkommt. Und auch Schwarz-Rot wird er auch weitermachen mit dem Kram. Wir müssen auf die Straße. Es geht nicht nur in unserem Online-Saft zu kochen. Wir müssen breite Mengen der Bevölkerung ansprechen. Und das geht nur, wenn wir auf der Straße präsent sind. Das geht nicht, wenn wir nur im Internet vor uns hindümpeln. Wir müssen da raus. Da raus auf die Straße. Da müssen wir demonstrieren. Also bringt eure Freunde mit. Googelt Bestandsdatenauskunft. Es gibt jede Menge Websites, um sich zu organisieren. Bringt eure Freunde mit. Fahrt zu Veranstaltungen. Macht selber welche in eurem Ort. 10 Leute sind genug. 10 Leute und ihr braucht nur so ein bisschen Krempel. So eine Maske, irgend sowas. Macht was. Macht was. Verdammt, macht was. Aber bleibt nicht einfach vor eurem YouTube sitzen und ruht euch aus. Das haben die nicht verdient, die 2009er, die noch auf die Straße gegangen sind, bundesweit, europaweit, Freiheit statt Angst.